Es ist Thüringens größte Kulturbaustelle am Perthes-Forum in Gotha, auf der am Donnerstag der Startschuss für den Umbau fiel. Dazu reiste neben Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht auch Kulturstaatsminister Bernd Neumann an. Weil kein Neubau vonnöten ist, sondern der denkmalgeschützte Gebäudekomplex in der Justus-Perthes-Straße umgebaut wird, gab es statt einem Spatenstich die Enthüllung einer großflächigen Informationstafel durch Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, Kultusminister Christoph Matschi und Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch. Mehr als 31 Millionen Euro, von denen der Bund 10 Millionen trägt, werden in den kommenden 2 Jahren in das sogenannte barocke Universum fließen. Da es sich in Thüringen, wie wir auch heute sehen konnten, vielfach um kulturelles Erbe von nationaler Bedeutung handelt, sieht sich der Bund bei dieser Aufgabe der Sanierung in der Mitverantwortung und nimmt sie auch sichtbar wahr. Durch den Umbau des einstigen Perthes-Verlages bis 2014 werden dort Räume geschaffen, die für die Unterbringung des Thüringischen Staatsarchivs, für Teile der Forschungsbibliothek und Depots der Museen und Werkstätten genutzt werden. Zudem soll die bedeutendste kartografische Perthes-Sammlung der Forschungsbibliothek untergebracht werden. Das alles wiederum schafft Baufreiheit für dringende Sanierungsarbeiten auf Schloss Friedenstein, dem man auch gleich noch einen ausgedehnten Besuch abstattete und sich von den Kostbarkeiten und den Schätzen begeistern ließ. Im Anschluss führte der Weg in das nur einen Steinwurf vom Schloss entfernt liegende Herzogliche Museum, das seit dem vergangenen Herbst umgebaut wird. Hier wollten sich die Geldgeber, also der Bund, der Freistaat und die Stadt Gotha, zum Stand des Umbaus informieren. Denn hier soll bereits im kommenden Jahr das Kunstmuseum neu eröffnet werden.